Da sind wir wieder zurück bei Paper Mario. Gespeichert habe ich und wir gehen wieder zurück an die Oberfläche, um die Sachen, die wir gefunden haben, den Leuten zurückzugeben. Und nein, tut mir leid, Leute, Grafikfehlerland, aber da müssen wir durch. Ich muss gleich mal... Oh Gott, ich muss hier rein. Ich glaube, das ist sogar richtig. Nee, ist gar nicht richtig. Wer war denn hier belesen? Oh, tut mir leid, Leute, hoffentlich... Okay, gut. Ich gucke nochmal unsere wichtigen Items an, damit ich weiß, was wir zurückbringen müssen. Wörterbuch. Das Wörterbuch des gelehrten Rusty. Rusty, Kochbuch. Ah ja, okay. Gut, das reicht mir schon. Ah! Wo war denn nochmal dieser Belesene? War der sogar hier? Ich glaube, der war sogar hier. Nein, war er nicht. Wo war der denn? Da war der Hafen. Oh Gott, da müssen wir später hier richtig häufig nochmal lang gehen. Hier hinten ist eigentlich alles ruhig. Ich glaube, ich gehe jetzt immer hier hinten lang. Achso, weil wir ja auf einer höheren Ebene sind. Das verstehe ich immer noch nicht. War hier der Typ? Nee, hier war die hier. Ich gebe dir aber dein Kochbuch zurück. Dann kannst du das erweitern, ne? Ja, ich habe es gelesen. Tut mir leid, dass ich manchmal nicht lese, was sie schreiben. Oh, ich darf es haben. Oh, wie wunderbar. Mit Hilfe dieses Kochbuchs kann ich zwei Zutaten gleichzeitig verwenden. Ja, aber ich würde es auch gerne tun. Aber ich habe leider keine Backmischung. Dann hätte ich das gerne mit dem Pilz gemischt. Und diesmal gucken wir auch in den Ordenshop. Ah, Wilbeschlag. Alter, hört doch mal auf zu lecken. Warte. Wir... Der Wilbeschlag, der getroffene Gegner wird in seinem Hintermann geschubst. Achso, da. Oh, hört doch mal auf. Tut mir leid, Leute. Anti-V-Hieb schwächt deine Abwehrkraft. Doppelgänger, lässt mal zwei Items pro Runde einsetzen. Nein, danke. Jetzt muss ich schon die ganze Zeit springen. Ins Postamt wollte ich. Und vielleicht noch mit Paracarry, weil er arbeitet ja im Postamt. Hallöchen. Die Shy Guys haben unsere Post gestohlen. Wir haben versagt. Oh, Regen, Hagel, Schnee oder Shy Guys. Wir müssen die Post zustellen. Komme, was wolle. Was sollen wir nur tun? Den Briefbeutel gebe ich dir einfach wieder. Oh, da ist er, da ist er. Der Beutel. Danke, Mario, du kannst hier... Er müsste eigentlich eine ältere Stimme kriegen. Er hat ja schließlich den weißen Schnauzer. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Leute sich auf ihre Post freuen. Lass mich dir ein kleines Geschenk als Dankeschön überreichen. Sternspitzer, wie viele haben wir? Warte. Start. 23 reicht noch nicht. Wenn er überhaupt 23, vielleicht hat er, kostet das der Orden auch 20. Was müssen wir noch? Kochprogramm in Beute. Zu diesen schlauen Typen müssen wir hin. Wo ist der denn? Okay, Leute, den suchen wir dann mal gemeinsam. Wenn er nicht da war, wo... Ich wollte sie Roswitha gerade nennen. Wo sie da kocht. Wo ist er dann? Dann nicht, der muss doch hier... Kann doch nicht hier sein. Nein, 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 nein. Da sind wir ja schon beim Zug. Das war auch nicht das blaue Haus. Das blaue Haus hat was anderes zu bedeuten. Der muss am Hafen leben, anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ich gehe mal kurz hier in den Shop. Vielleicht hat er ja eine Backmischung. Nein, hat er nicht. Ich würde gerne noch eine Backmischung bekommen. Wo finde ich denn eine Backmischung? Wo wohnt der schlaue Typ denn? Hier nicht. Da ist schon das Kapitel 4. Der muss dann ja hier wohnen. Da ist ein Club. Nee. Hier ist der Hafen. Wieso finde ich nicht mehr, wo er wohnt? Da muss er ja doch bei Mario und Luigi, Luigi wohnen. Der Typ ist komisch. Auch ohne, dass ich mit ihm rede. Was hängt da für ein Zitzen? Keine Ahnung. Wo ist denn der Belesene? Ohne Witz, ich weiß es nicht.
Der muss ja da bei Mario und Luigi, Luigi wohnen. Jetzt wollte ich Luigi schon Luigi nennen. So einen Sprachfehler habe ich manchmal. Dass ich manchmal durcheinander komme, oder eher gesagt, manchmal etwas falsch ausspreche, das ist kein Sprachfehler. Ich bin wirklich so dumm. Der muss ja jetzt hier wohnen. Sonst muss ich gleich offscreen gucken. Hast du eine Packmischung? Ja, da hinten wohnt er. Hast du eine Packmischung für uns, ohne dass es lag? Das ist bestimmt auch sehr angenehm für die Aufnahmen. Wieso besteht das Spiel jetzt plötzlich so aus so vielen Bugs und Grafikfehler? Verflucht, Mario. Entschuldigung, hat mein Wörterbuch gestohlen. Bitte, hol es mir zurück. Mein IQ sinkt langsam ab. Erstmal dein Wörterbuch. Mein Wörterbuch, oh, wie wundervoll. Vielen Dank, Mario. Ein Sternsplitter. Kriegen wir bitte noch einen Sternsplitter? Wenn wir die... Nee, geile Notiz. Du möchtest, dass ich das für dich übersetze? Mal sehen. Ich kann nicht zurück... Doch. Mal sehen. Aha, es scheint in der Sprache des Shaggers geschrieben zu sein. Da steht ja... Akzente? Stummes D? Ja, da steht Triff, Gelb, Grün, Rot, Blau. Wie einzigartig. Weißt du, was das bedeuten soll? Gelb, Grün, Rot, Blau. Ja, das reicht uns schon. Ah! Was machst du hier draußen? Ein Schalke hat meinen Laden übernommen, mein geliebter Laden. Bitte, Mario, vertreibe den Schalke aus meinem Laden. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ah! Tatsache. Die willkommen, Schalkes Laden. Zu schade, dass ich dir gar nichts verkaufen werde, Mario. Verpiss dich. Oh nein, ich Armer. Weißt du, machst so einen auf, ich bin der Boss hier, du kommst an mir nicht vorbei und dann hau ich ihn einmal. Weint er schon. Mario, der kleine Krawallschachtel, hast du es aber gezeigt. Hurra, vielen Dank. Ich habe noch immer hervorragende Ware zu absoluten Tiefpreis im Angebot. Also, ich möchte etwas. Dann nicht. Ist es denn jetzt wenig reduziert? Ich weiß nicht, ob es reduziert ist. Gelb, Grün, Rot, Blau. Müsste es hoffentlich gewesen sein. Habt ihr jetzt andere Angebote? Oder immer noch dieselben? Andere. Gruppenfokus. Lässt mal auch Marius Freund das Fokuskommando anwenden. Fokuskommando? Ach so, das Fokuskommando. Das ist das Aufladen der Sternleiste. Mario, der leichter einen Angriff... Macht es dir leichter, einen Angriff aufzubrechen? Ich habe noch nie von dem Orden gehört. Macht es dir... Auszuweichen, aber nicht zu blocken. Egal, wir begeben uns zurück in das Kapitel und... Obwohl eigentlich das Kapitel 4... Toton gehört einfach irgendwie dazu. Auch wenn das komisch ist. Jetzt hör bitte auf. Wir müssen nicht mehr oft hier vorbei. So, endlich wieder hier. Kurz mal abspeichern. Alles klar. Und dann zum grünen Bahnhof. Entschuldigung. Ich hab aus Versehen, glaube ich, den pinken Bahnhof angeklickt. Tut mir leid. Yep, habe ich. Shit. Lass mich aussteigen, Mann. Grüner Bahnhof, so. Kurz mal wirklich gedacht, das Spiel ist wieder stecken geblieben, aber alles in Ordnung. Ankunft grüner Bahnhof, willkommen am grünen Bahnhof.
Gelb, grün, rot, blau. Ja, das war richtig. Damit kommen wir zum letzten Bahnhof, Leute. Und damit sind wir schon ziemlich weit in diesem Kapitel. Und das dauert nicht mehr lange. Es gibt jetzt nur noch einen Bahnhof. Nämlich den roten. Roter Bahnhof. Ich konnte alle anklicken. Ist denn da schon eine Verbindung? Das sehen wir ja gleich. Ankunft roter Bahnhof. Wir kommen am roten Bahnhof. Tatsache, da ist schon eine Verbindung. Wir kommen jetzt schon an alle Orte. Und hier ist nicht ohne Grund, das hier. Bisschen haben wir noch. Wir haben ziemlich vielen Totentonnen gemacht. Ich habe vor ein paar Tagen beobachtet, wie einige Schallgeist eine Art glitzernde Karte in einem Käfig getragen haben. Die sind nach rechts gegangen. Glaubst du, dass ich überprüfen sollte, was sie da treiben? So, wir haben zwei Wege, glaube ich, diesmal wieder. Ja, nach rechts sind sie gegangen. Ich glaube, wir gehen zuerst nach links. Ich glaube, das ist richtig. Also, lohnt sich mehr, glaube ich. Okay, gehen wir erst unten lang. Ah ja, hier sind wir. Gut, ich muss mich kurz orientieren, weil es dauert nicht mehr lange. Dann sind wir hier in diesem Kapitel durch und ich muss da ein bisschen aufpassen. Hier lohnt sich Paracarry gar nicht. Egal, machen wir erstmal diesen Pyro-Guy tot. Also besiegen wir ihn. Und wenn es klappt, wird ein Gegner davongetragen. Da kriegen wir aber keine Sternpunkte von. Deswegen einfach mal ganz normal. Wie viel? 3. Okay. Oh Gott, ich habe jetzt überhaupt nicht damit gerechnet, dass er überhaupt angreift. Lohnt sich nicht. Ja. Tut mir leid, ich werde langsam jetzt wieder ein bisschen ruhiger, weil ich wieder ein paar mehr Parts aufgenommen habe. Das ist, glaube ich, der dritte Part und trotzdem werde ich langsam müde. Ich werde trotzdem... Das ist mir noch nie passiert. Das ist mir wirklich noch nie passiert. Hä? Und sowas kann ich mich gar nicht erinnern. Egal. 9 Sternpunkte, Leute. Mit 9 Sternpunkten bin ich ganz zufrieden. Ich lasse jetzt mit Absicht nochmal die KP auf. Weil ich hoffe einfach mal, dass es der... Hat sich eigentlich schon fast nicht gelohnt. Bin gerade am Überlegen. Es wird gleich was passieren. Und... Egal. Wir werden es im nächsten Part sehen. Hier sind noch ein paar Münzen drin. Ist ja in Ordnung. Da oben können wir jemanden upgraden. Das können wir, glaube ich, jetzt noch nicht machen. Dich... Weiche ich aus. Ne, gerade keine Lust auf euch. Eine Münze, zwei Münzen. Doch. Oh Mann, nee. Ich weiß, dass da was. Oh. Ich werde eh. Egal. Ich werde eh. Oh Gott, das ist so schwierig. Tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Ich besiege einfach so, weil ich weiß, dass ich dich nicht brauchen werde. Da brauchte ich wirklich, das war eigentlich ziemlich dumm, das euch jetzt schon zu zeigen. Aber ich war halt so gierig, weil ich weiß, dass hier der Meditationsorden ist. Obwohl wir es nicht brauchen.
Das ist so blöd, ohne zu spoilern, ne? Okay, Leute, im nächsten Part werden wir dann hier reingehen. Tschüss.